Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei der MDR-Wahlarena die AfD, aber auch etwas die Linken benachteiligt wurden. Ich dachte eigentlich bis jetzt, der MDR sei vergleichsweise fair gegenüber zum Beispiel dem WDR, aber anscheinend wurde da durchgegriffen und da hat sich einiges getan. Bei der Sendung wurde am Anfang so der Anschein erweckt, es geht hier ganz fair zu. Wir stellen Ihnen kurz die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vor. Und zwar in der Reihenfolge, wie die Parteien bei der Landtagswahl 2016 abgeschnitten haben. Hier die ersten drei. Es kommt jetzt erst Rainer Haseloff und dann kommt auch direkt schon danach als Zweiter, oh ganz toll, der Reihenfolge des Wahlergebnisses entsprechend kommt sofort Oliver Kirchner. Also wir sind hier ganz neutral, ganz fair. Wir sind die Öffentlich-Rechtlichen, wir erfüllen hier unseren Programmauftrag. Wunderbar. Hier die ersten drei. Spitzenkandidat der CDU, Dr. Rainer Haseloff aus Wittenberg, 67 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, von Beruf Physiker. CDU-Mitglied schon zu DDR-Zeiten ist er seit 2002 hauptamtlich in der Politik, unter anderem als Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts. Seit 2011 ist er Ministerpräsident, führte zuletzt eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Jetzt stellt er sich für seine Partei erneut der Wiederwahl. Spitzenkandidat der AfD, Oliver Kirchner aus Magdeburg, 55 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, von Beruf Automobilkaufmann. Seine politische Karriere startete er 2014 mit dem Eintritt in die AfD. Für die Partei sitzt er seit 2016 im Landtag von Sachsen-Anhalt, ist dort Fraktionsvorsitzender. Nun hofft er darauf, dass die AfD von der größten Oppositionspartei zur stärksten Kraft wird. Spitzenkandidatin für die Linke, Eva von Angern aus Magdeburg, 44 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, von Beruf Rechtsanwältin. 1996 trat sie in die damalige PDS ein und ist seit 2002 Abgeordnete des Landtages von Sachsen-Anhalt und Co-Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Bei der Wahl will die Linke ein hohes zweistelliges Ergebnis erreichen und strebt eine neue Regierung mit linker Beteiligung an. Es geht um viel bei dieser Landtagswahl, der letzten vor der Bundestagswahl. Das ist Spitzenkandidatin für die SPD, Dr. Katja Pähle aus Halle, 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, von Beruf Soziologin. Seit 1999 ist sie Mitglied der SPD, für die sie vor 10 Jahren erstmals in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzog und inzwischen den Fraktionsvorsitz übernahm. Die Sozialdemokraten sind Juniorpartner der bisherigen Kenia-Koalition und wollen auch künftig weiter mitmischen. Spitzenkandidatin für Bündnis 90 Die Grünen, Cornelia Lüdemann aus Dessau, 53 Jahre alt, ein Kind, von Beruf Erziehungswissenschaftlerin. Den Grünen gehört sie seit 1992 an und sitzt seit 10 Jahren für die Partei im Magdeburger Landtag, ist heute Fraktionsvorsitzende. In der Kenia-Koalition sind die Bündnisgrünen der kleinste Partner. In den Umfragen haben sie aber deutlich zugelegt. Spitzenkandidatin für die FDP, Dr. Lydia Hüskens aus Magdeburg, 57 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Von Beruf Historikerin leitet sie das Studentenwerk Halle. Am Niederrhein geboren, lebt sie seit 29 Jahren in Sachsen-Anhalt. FDP-Mitglied ist sie seit 1989 und saß bereits für 2 Legislaturperioden als Abgeordnete im Magdeburger Landtag. Nach 10 Jahren Pause will die FDP nun wieder dort einziehen. Wenn man nicht genau aufpasst, denkt man sich, ja, naja. Und beim Kirchner-Ausschnitt denkt man sich, naja, ist ja irgendwie nicht so gut, irgendwie ein bisschen komisch. Wenn man dann aber etwas genauer hinguckt, dann fallen einem ein paar Sachen auf. Irgendwie lernt man Kirchner gar nicht so richtig kennen. Man sieht ihn oft gar nicht so richtig. Er ist immer irgendwie klein und die Bilder sind irgendwie so, naja, irgendwie nichtssagend, naja. Ich habe mir dann das etwas näher angeguckt und habe den Ausschnitt mit anderen verglichen. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Es ist tatsächlich so, dass es nicht nur eine Illusion ist, dass man Kirchner eigentlich nie richtig sieht und kennenlernt.
sondern es ist absichtlich so gemacht und es ist gewollt. Jetzt sagen die Öffentlich-Rechtlichen, ja, das ist doch nur die subjektive Wahrnehmung, das ist doch reine Einbildung, das ist alles Zufall und ja, das ist, stimmt gar nicht. Da habe ich mir gedacht, dann stoppen wir doch mal die Zeiten. Die Gesamtlänge der Einspieler von Hasselhoff und Kirchner sind beide ungefähr gleich lang. Sie sind etwas länger als 30 Sekunden. Während aber fast die ganze Zeit Hasselhoffs Gesicht deutlich erkennbar ist, also man die Gesichtszüge erkennt und sie einen Großteil des Bildes einnehmen, also 29 Sekunden dann man Hasselhoff genau sieht und man ihn 3 Sekunden nicht sieht, also ungenau sieht, ist es bei Kirchner so, dass man in 21 Sekunden das Gesicht von ihm nicht richtig sieht. Also dass es nur sehr klein ist. Und die restlichen 10 Sekunden ist es auch nicht wirklich groß, sondern nur so mittelgroß. Also in so einem großen Format wie beispielsweise die SPD oder die Grünen oder Hasselhoff wird Kirchner nie gezeigt. Sein Kopf nimmt vielleicht ein Fünftel der Bildhöhe ein, aber nie mehr als 50%, wie es anderswo sehr wohl der Fall ist. Es ist ja ganz wichtig, einen Menschen richtig zu sehen. Da nimmt man einen Menschen auch als Menschen wahr. Es ist mir auch schon früher aufgefallen, dass ein Trick der Altmedien ist, um die AfD zu entmenschlichen, und es ist auch wirklich der richtige Ausdruck, um sie zu dämonisieren, ist es ganz wichtig, dass man das Gesicht nicht sieht, dass sie sozusagen keine Menschen sind. Das gleiche wird ja auch bei Donald Trump gemacht. Zum Beispiel bei Donald Trump, da war das Gesicht immer nicht erkennbar. Man hat nur erkennbar, dass es Donald Trump ist, hat man diese Haarwelle genommen. Aber die Gesichtszüge wurden verdeckt. Und das Ziel davon ist, ihn aussätzlich zu machen, ihn zu entmenschlichen. Dass er nicht als Mensch mit Emotionen, als Mensch mit Wärme, als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wahrgenommen wird. Sondern das wird ihm hier bewusst entzogen. Hier sieht man auch ein Bild von Gauland, wie man eigentlich sein Gesicht ganz klein ist, er weggedreht ist und der Hintergrund ist schwarz. Wahl. Spitzenkandidat der AfD, Oliver Kirchner aus Magdeburg, 55 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, von Beruf Automobilkaufmann. Seine politische Karriere. Man sieht, dass der Ausschnitt ziemlich groß gewählt ist. Wir sehen also einen leeren Gang, niemand ist da. Und Kirchner ist erst gar nicht erkennbar, er kommt unscharf aus dem Hintergrund. Und dann läuft er vor, es dauert lange, es dauert 5 Sekunden, bis er überhaupt scharf ist und vorne steht. Dann ist er so halb groß im Bild zu sehen. Und dann wird noch eine Zeit lang, weil es ja sonst zu auffällig wäre, wird dann auch sein Kopf etwas größer gezeigt. Aber ganz wichtig, es wird nicht so groß gezeigt, wie beispielsweise bei SPD und den Grünen. Bei Hasselhoff, da hat man kein Bild, das unscharf ist, sondern man hat immer sein Gesicht kommt ganz oft vor. Und sein Gesicht kommt auch ganz lang vor. Und auch ganz wichtig ist, Kirchners Kopf ist nie ganz groß, wie jetzt beispielsweise bei SPD oder bei Grünen, sondern ist immer so relativ klein gehalten, sodass man die Gesichtszüge nicht so gut sehen kann. Wenn man sich jetzt den Einspieler anguckt, bei SPD und Grünen, dann wird das genauso gemacht. Also die Leute kommen aus dem Unscharfen ins Scharfe, aber die Leute sind viel näher. Sowohl SPD als auch Grüne. Sie sind zwar unscharf, aber sie sind viel näher im Bild und dann wird ihr Gesicht ganz groß dargestellt. Man sieht jede einzelne Hautfalte ganz genau und sie lächeln und es ist ganz groß. Interessant ist auch, bei den Linken ist es auch nicht so. Also die Linke, sie kommt etwas öfter vor. Sie ist ja eigentlich die Hübscheste in der Runde. Also bei ihr könnte man das Gesicht wunderbar darstellen und also könnte man also das ganz toll herausstellen. Aber sie ist eigentlich auch immer eher so etwas weiter weg im Bild. Also hier sieht man eine eindeutige Präferenz. AfD ist am wenigsten, soll am wenigsten persönlich die Leute berühren. Und die SPD und Grüne und CDU am meisten. Und Linke ist halt so zwischendrin. Also wobei man die Linke, diese Frau, die sieht man schon deutlich besser als Kirchner. Also da sind ja beispielsweise Ausschnitte dabei. Das ist ja ganz merkwürdig. Da ist auch gar nicht Kirchner zu sehen, da ist ein Kollege von ihm zu sehen. Also sie hätten ganz sicher andere Ausschnitte nehmen können. Und vor allen Dingen auch gleich am Eingang dauert es wirklich sehr lange, bis Kirchner zu erkennen ist. Das, was bei den anderen viel schneller geht. Also er wird vorgestellt, er läuft da so rein in diesem komischen leeren Gang. Und man denkt sich, ja, was ist denn jetzt, wo ist er denn? Es berührt einen schon richtig merkwürdig, weil es ja 5 Sekunden lang dauert. Und am Ende entblößt sich das MDR richtig.
weil die Bildsprache ist ja eindeutig. Wir haben hier also diesen breiten Gang und also es ist niemand zu sehen und es wird noch betont, dass also von möglichst weit weg wird also so Kirchner so allein stehen gezeigt. Also er ist alleine, ist der Außenseiter. Es hat so eine psychologische Wirkung, dass jemand, der allein ist, der, dann zieht der Mensch Rückschlüsse, okay, der hat keine Freunde, sozusagen. Und wenn viele Personen um einen rum ist, das ein schönes Bild ist, mit einer schönen Bildgestaltung, daher der Mensch ist beliebt, der hat Freunde. Also die Bildsprache ist ganz entscheidend. Also zum Beispiel Gerhard Schröder hat auch Wert darauf gelegt, dass er immer vor einem guten Hintergrund fotografiert wird. Also mit Schröder war sehr medienbewusst. Und das wissen die Leute bei den Medien auch ganz genau. Die haben Mediengestaltung, also auch wie man Bilder gestaltet, das haben die alle genau gelernt. Das wissen die ganz genau. Also die kennen Elemente der Bildgestaltung. Ich habe auch eine Mediengestalterausbildung genossen. Da hat man das gelernt, Bildgestaltung, mit welchen Mitteln man was ausdrücken kann. Und hier an diesen Beiträgen ist ganz eindeutig, was man hier ausdrücken will. Heimlich, vor dem Zuschauer verborgen. Man betont vorher, man ist ganz fair, man macht hier alles ganz korrekt und dann probiert man heimlich bei der Bildgestaltung rumzutricksen und implementiert dem Zuschauer, der Oliver Kirchner ist aussätzig, er hat keinen Charakter, in dem man sein Gesicht gar nicht richtig sehen kann und die AfD hat keine Freunde, sie sind unbeliebt durch diese Darstellung, dass er sozusagen, also dass die Bilder hässlich sind, über weite Strecken hässlich sind. Und der so entfernt allein zu sehen ist. Und das machen sie bei den Medien ja häufiger. Also ja, gerade bei Trump. Es gibt auch Medien, die halten sich da zurück. Weil das Problem ist, bei der Bildgestaltung, das ist sehr gut nachweisbar. Also jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der kann diese Bildgestaltung sofort deuten. Deswegen hält sich Spiegel Online öfters zurück mit solchen Fotos. Aber hier beim MDR, da greifen sie ganz platt in diese Schublade. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch bei den Vorstellungsvideos aufgefallen ist, was ich jetzt hier vergessen habe und was ihr sonst so für Gedanken habt und was ihr sonst so von der Sendung haltet. Macht's gut!